Hallo liebe Weihnachtswichtel und willkommen zur ersten bewältigten vollen Woche, also beziehungsweise 7 Tage des Dezembers. Ja, der 7. ist angebrochen. Ich suche ihn noch, ich habe ihn spontan gefunden. Da ist er hinter diesem Auto, dem Baum und den Päckchen. Relativ große Tür, keine wirklich große Tür, aber eine einigermaßen große Tür. Schauen wir noch mal. Ah, diese Schraffur, ich muss die immer noch ein bisschen vorbereiten, damit ich nicht anschließend die Tür auseinanderreiße. So. Was um Himmels Willen? Oh, oh ja, okay. Ein Radio. Ein Radio wird das werden. Ein sehr, sehr blaues Radio. Und spannenderweise ein gebautes Radio. Also spannenderweise deswegen, weil sowohl Megaconstrux als auch Lego eigentlich ein Spezialteil für Radios haben. Heute bauen wir aber mal eins. Da bin ich gar nicht mal sauer drum. Das ist ja auch durchaus ganz nett, dass wir so mal ein paar Teile kriegen. Und ich hatte das ja schon gestern was angedeutet. Die Adventskalender müssen so langsam gucken, dass sie ihre Teildurchschnitte zusammenkriegen. Sonst wird das langsam ein Problem mit diesen ganzen Sachen, die nur aus ein, zwei Teilen bestehen. Aber diesmal haben wir mehr als ein, zwei Teile. Wir haben 2, 4, 7, 8 Teile. 2, 4, ja. 8 Teile für dieses kleine Radio, das ein bisschen Lücken hat. Okay. Das Spaltmaß ist böse. Aber wenn es nicht gerade vor einer weißen Fläche im Licht steht, dann sieht man da nicht viel von. Und dann ist es ein nettes kleines Radio. Nicht viel dran. Von hinten sollte man es auch nicht angucken. Ja, okay. Okay. Wir hatten noch gestern Plattenspieler. Ja klar, wir hatten ein Grammophon und jetzt ein Radio. Das wird ein seltsames, seltsames Konzert bei den Minions. Wir hatten bis jetzt nämlich nur Instrumente, Dinge, die Musik machen und ein Minion. Das könnten sehr laute Weihnachten werden. Ich denke auch gerade, ja Moment, wir sind bei den Minions, das passt. Stellt euch bitte mal vor, die Minions machen ein Weihnachtskonzert. Das wird so ziemlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann in diesem Leben. Was ich mir auch vorstellen kann in diesem Leben ist, dass wir hier noch die richtige Tüte finden. Ich habe sie diesmal aus Versehen nicht vorher rausgesucht. Ja, ihr seht, so sieht das normalerweise aus. Ein großer Haufen mit Tüten. Ich habe die 24 gefunden. Ah, da ist sie, die 7. Natürlich. Irgendwas muss ja fallen, aber ich bin froh darum, dass es diesmal eine Tüte war und nicht irgendein Teil. Das kann immer noch passieren. Seien wir mal vorsichtig. Das sind auf jeden Fall mehrere Teile. Fühlt sich relativ flach an, fühlt sich relativ rund an. Hier ist eine runde Platte. Reiß ich mal auf. Was bringen uns die Pokémon heute? Sie bringen uns eine Anleitung, die etwas im Weg war. Und was um Himmels Willen ist das? Weil ich werde sie zusammenbauen. Ich glaube, ich weiß nachher immer noch nicht, was es ist. Ein Stock. Da ist noch ein Teil drin. Okay. Okay, interessant. Das ist nicht wirklich eine Fliese, das ist mehr so ein Smarty. Auch in drei Farben, der gelbe und der blaue hier auch. Denn ihr seht im Profil, die sind abgerundet. Ungewöhnliches Teil. Aber was ist... Invertierter 1x1 Clip. Nettes Teil. Normale runde Plate, 2x2 Plate. Die Sachen sind normal. Aber das Teil habe ich noch nie gesehen. So ein 1x1 Clip, aber nicht für oben auf die Platte, sondern für unten auf eine Platte. Spannend. Spannend. Auf jeden Fall ein nützliches Teil. Und die große Frage ist, was um Himmels Willen wird das, wenn es mal fertig ist, ohne Schleife. Auch mit Clip. Eine kleine Geschenkschleife. Sehr schönes Teil. Und so, und du kommst jetzt... Okay. Das macht soweit durchaus Sinn. Und du kommst auf die Seite. So. Es ist fertig gebaut. Ich habe noch nicht die geringste Ahnung, was es ist. Paar schöne Teile dabei. Wenn irgendjemand irgendeine Ahnung hat, was um Himmels Willen das hier darstellen soll,
gerne in die Kommentare. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ein Weihnachtsglücksrad? Ich bin gerade verzweifelt am Überlegen, was das darstellen will. Vielleicht weiß es jemand besser. Sieht auf jeden Fall nicht blöd aus. Die Teile sind ganz nett. Trotzdem gewinnt heute das Radio, weil ich weiß, was ein Radio ist. Was das hier ist, weiß ich nicht. Okay, dann schauen wir noch in die Welt der Schokolade. Die Welt der Schokolade bringt uns bestimmt auch ein Türchen 7. Ja, da drüben. Da ist es. Und es ist relativ unver. Das könnte ein Haus sein. Nee, es ist ein Schlitten. Schlitten mit Geschenk und Weihnachtsbaum. Okay, das ist gut, weil Schlitten kann man relativ einfach sehr klein machen. Dann muss ich mir heute nichts groß an Gedankenakrobatik überlegen, wie ich denn was Kleines daraus mache. Also dann, auf ins Studio. Und in der Tat, klein wird es. Das ist der Schlitten. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum gibt es diesmal kein Video, wie ich das Ding zusammenbaue. Relativ einfacher Grund. Vielleicht haben es ein oder andere es gestern mitbekommen. Der Computer hat ein bisschen Ärger gemacht, ist von selbst an und ausgegangen, wie er wollte. Ich dachte eigentlich, ich hätte das Problem behoben. Und heute Morgen ist er gar nicht mehr angegangen. Jetzt bin ich zurück auf dem alten Computer, der leider nicht genug Power hat, um sowas halt aufnehmen zu können. Entsprechend ist sowas jetzt halt nicht möglich im Moment und ich muss halt wieder mit Standbild arbeiten an der Stelle. Aber immerhin funktioniert es wenigstens überhaupt. Hintergrund, wie gesagt, der neue hat irgendwie Ärger gemacht, war ein gebrauchtes Teil, was repariert war. Keine Ahnung, was da ist. Ich habe fast den Verdacht, dass was mit dem Mainboard nicht stimmt. Was wirklich lästig wäre. So oder so hatte ich aber in der Zwischenzeit den alten repariert und kann den jetzt weiter nutzen, so dass es keine Lücke, keine große gibt. Aber ja, die Direktaufnahmen dessen, wie ich das Ding zusammenstelle, die fallen erstmal weg. Diesmal ist außerdem was sehr, sehr Kleines, das hat aber keinen Zusammenhang. Das ist einfach nur, weil es ist halt nur ein kleiner Schlitten aus 10 Teilen oder sowas oder 11, 13, irgendwas so um den Dreh rum. Ich bin mal gespannt, ob das bei Rebrickable eingestellt wird, denn der ist noch in die Überprüfung gegangen, weil das Modell einfach zu klein war. Kann ich nachvollziehen. Ansonsten auf dem Bild könnt ihr vielleicht einigermaßen erkennen, was das ist. Und wenn die Anleitung dann doch noch online kommt, dann werde ich sie natürlich auch verlinken unten in der Beschreibung. Aber jetzt im Moment ist die das noch nicht. Wie gesagt, das Ding ist so klein, dass ich das durchaus nachvollziehen kann. Ihr seht, was es ist. Es funktioniert super mit einer Minifigur und es ist ein Schlitten. Morgen, das weiß ich schon, wird es definitiv wieder größer, mockigerseits. Bis dahin.